Freunde und herzlich willkommen zum Schrecken. Wir zocken Outlast Folge 2. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt vorbeischauen. Ansonsten viel Spaß, wir machen weiter. Das Ganze wird getwitcht, nicht wundern, wenn ich mal mit Zuschauern rede. So, wir sind jetzt hier angekommen, im quasi zweiten Level. Und sind jetzt hier in irgendeinem Gefängnis oder keine Ahnung, irgendeiner Zelle. Oh. Hi. Grüß dich, ich wollte erstmal hier gucken, was ist. Alter, was geht mit dem? Ey, wo bin ich denn hier gelandet? Wagen Sie es nicht, mich anzusehen. Hab ich doch aber schon gemacht. Fühl dich. Alter, die sind doch alle nicht mehr ganz dicht im Kopf. Ich zieh euch nur rein. Was, sie sind in meinem Blut? Okay, geht's auch nicht lang. Auch nicht lang. Oh. Hi. Guck dir den noch. Alter, wie sieht der denn aus? Ne, da gehe ich nicht an die Tür. Alter. Sein ganzes Auge ist doch zugeklebt, ey. Ich glaube, da will ich nicht freiwillig reingehen. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. Alter, da hängt Pimmel. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver, they are yours. Alter, die wollen mich killen, Junge. Weißt du, wie immer ist das Spiel lauter als du. Die anderen haben alle gesagt, es wäre perfekt. Okay, das Spiel speichert. You look like you've seen a ghost. Ich sehe aus, als hätte ich ein Gespenst gesehen. Ich glaube eher, der sieht aus, als hätte der nicht mal alle das in dem Schrank. Nicht rein. Auch nicht. Hi, ich bin gut drauf. Oh! Alter, guckt den euch mal an. Ey, was geben die denen denn, ey? Geht's nirgendwo rein? Alles zugesperrt. Der hat keinen Pimmel mehr. Ah, das geht auf. Das ist aber auch leer. Kein Schlauch mehr. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Was will denn der von mir, wie der mich anguckt? Alter, kranker Shit. Was macht der denn? Der haut hier überall seinen Kopf dagegen. Schreib ihn nicht so. Ist doch noch rein. Was ist das? Da liegt einer. Oh, Alter, Mann, ey. Thank you.
Oh! Was? Ich guck gerne zu. Wurde hier gebimst? Ich bin krank. Du bist krank. Nicht ich. Ich bin gesund. Hä? Was ich, du? Was? Jetzt haut er wieder ab. Guck mal hier. Schon wieder so ein Anwärter. Geht so nicht lang. Alter, die sind doch alle bekloppt im Kopf hier, ey. Moin! Königs die Alten, ey. Geht's hier lang? Auch nicht. Alter, was schreien die denn hier nur so rum, Mann? Geht doch einfach alle sterben, ey. Okay, ich denke mal. Ah, hier, guck mal, bewegt sich zur Kante hin, um dich dran festzuhalten. Weil jetzt laufe ich doch genau dahin, wo die zwei Typen waren, die mich killen wollten. Die da mit ihrem Pimmel rumstanden. Was? Er hat mir was aufgehoben? Was geht mit dem? Hey, hey, hey. Was? Er hat mir was aufgehoben? Was denn nur? Ein Käsebrot. Achso, nee, 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 da will ich nicht rein. Nee, 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 nee. Neues Ziel. Folge den Blutspuren zum Ausgang. God always. Oh, Alter. Provide the way, follow the blood. Hey, wer hat mir das da hingemalt, Alter? Geht jetzt hier. Crap, Mann, ey. Also, ich bin auf jeden Fall im Block A. Das ist ja eine Riesenanstalt. Am Anfang war es doch nur so ein Riesenhaus, aber, hä? Was? Geht zurück. Wer redet denn hier mit mir? Wo denn nur? Ach, guck mal, da ist er noch. Durch den Abfluss mit dem Blut, hat er gesagt. Der Weg nach draußen führt nach unten, durch den Abfluss, durch den Abfluss, durch den Abfluss. Den Blutspuren zu folgen war nie eine gute Idee. Okay, ich soll nach unten. Aber hier liegt erstmal wieder was zum Lesen, Leute. Okay, das ziehen wir uns jetzt mal schnell rein. Vater Martin, Fingermaler. Helene, Dr. Zeichner hat mir... Was, Dr. Zeichner? Hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaud hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptung von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Und dann, wo es zu teuer war, haben sie sich alle gedacht, ja, malen wir doch einfach ein bisschen mit Blut, ne? Wenn nichts anderes da ist, dann halt mit Blut. Okay, ich soll hier runter, dann mache ich das halt mal. Hi. Oh, wahrscheinlich müssen wir wieder den... Wenn du Türen schießt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Aha! Toll. Das heißt für mich jetzt schon wieder, ich werde gleich verfolgt, ja? Super. Ich hasse das in solchen Spielen, wenn ich verfolgt werde. Da ist doch schon wieder ein Kollege. Was machst du da? Diese Schreie auch die ganze Zeit, ey. Es war keine Krankheit, es war ein Ritual, eine Beschwörung. Okay. Danke für die Information. Oh, hier kommt doch bestimmt gleich wieder jemand, ey, Alten.
Weil hier schon wieder so viele Schränke sind. Habe ich eine Batterie, ne? Still. Alter. Okay, der scheint gefährlich zu sein. Okay, das scheint ein Kollege, der mir aufs Maul hauen will, wa? Hallo. Siehst du mich? Oder? Haut er mich oder haut er mich nicht? Moin. Ja, was ist, hä? Brauchst Stein auf die Fresse, Alter. Ich prügel dich übel weg, ey. Was macht denn der jetzt? Bleibt der da stehen, oder? Er lässt mich am Leben, sagt er. Ja, und kann ich jetzt hier mal lang? Oder laufe ich jetzt einfach hier vorbei? Ich habe keine Ahnung, Leute, ey. Was der jetzt, ob der mich jetzt gleich doch verhaut? Geh ja weg von mir, Junge. Oh, fuck. Mach den kalt, bitte. Da hat irgendwas geblinkt in dem Raum. Da muss ich was aufheben. Kann der mir jetzt helfen, oder... Warte mal, bis er hier vorbeiläuft, dann laufe ich da wieder rein. Ja, der läuft zurück, oder? Der kommt nicht zu mir. Doch, da ist er. Warum kann er ihn nicht erschlagen? Geht das nicht? Warte. Hey, was ist denn jetzt? Ich werde verfolgt. Ruhig bleiben. Alten, ey, ich fress mein Bart hier. Kommt der jetzt wieder oder kommt der nicht? Ich warte mal noch ganz kurz. Oh, da kriegt man so richtig Panik, ey, wenn dann so ein Typ hinter einem herrennt, diese Musik da. Follow the blood. Da kommt. Holleri. Oh, der findet mich jetzt bestimmt, pass auf. So oft wie der daneben gegriffen hat, wird er jetzt ins richtige Fach greifen. Oh, er macht wieder einen falschen, geil. Kannst beim Sprühen mit Kohlen eh nach hinten schauen. Okay. Die kleine Maus ist wieder in ihrem Loch. Ich muss ja jetzt irgendwie auch durch die Tür kommen, ne, die ich gerade aktiviert habe, ohne dass der mich da wegprügelt, ey. Geht denn jetzt noch? Oh Gott, jetzt findet er mich. Er findet mich jetzt. Jetzt kriegt er mich. Jetzt war es scheiße. Der kriegt mich jetzt. Sag mal, der geht aber auch nicht mehr weg, ne? Dass ich irgendwie jetzt mal abhauen kann hier. Du kleiner Lurcher.
Ich glaube, es ist der Finze. Greifst du jetzt an die richtige Tür? Oh nein. Kann ich jetzt zum Beispiel aufmachen, abhauen? Fuck, da ist noch was. Ich will da nochmal reingucken. Da will ich nochmal reingehen. Der hat, glaub, den Typen umgebracht gerade, ey. Alter, der hat, glaub, gerade den Typen, der mich am Leben gelassen hat, umgekloppt. Ich warte jetzt wieder, bis er an mir vorbeiläuft. Und dann laufe ich da nochmal rein. Das ist ja ein Katz-und-Maus-Spiel hier, ey. So ein Spast. Kloppt ja alles weg. Jetzt geht er da rein. Das gibt's doch jetzt nicht. Was soll denn das? Der geht immer dahin, wo ich hin will, ey. Eine Patzau, ey. Ein richtiger kleiner Splasher, der Typ, ey. Hi. So, wo gehst du denn jetzt hin? Gehst du jetzt wieder zurück, wo ich gerade herkam, oder kommst du jetzt hier lang? Kommt jetzt 100% hier lang. Oder? Ja, da ist er. Hm, komm, geh nur. Kleiner Dachsjunge. Wir warten kurz. Alter, der sieht mich hier, oder? Nein! Oh, ich wollte die hinter mir doch nur zumachen. Ach, ich hau einfach auf. Oh. Tschüss, du Kunde, Junge. Speichert, sehr schön. Wegen der Batterie bin ich jetzt da reingelaufen, ey. Ja. Wir haben ihm eine Chance gegeben. Auf jeden Fall sind das keine netten Kollegen. Was wollen die denn die ganze Zeit von mir, Mann? Ja. Alter, guck dir die doch mal an. Die sehen aus wie Geschwister, ey. Dieser Blick. Alten, ey. Ihr Spassen, ey. Ich reiße euch eure kleinen Pimmel raus. Muss ich auch noch zu denen hinklettern, oder was? Bin ich in lebensmüde? Die standen doch gerade noch hier. Jetzt kletter ich zu denen hin. Ich bin richtig dumm. Jetzt sind sie weg. Kann doch nicht wahr sein. Wie denn jetzt hin? Was geht denn hier? Das hier können wir alle Kameras angucken. Da ist zum Lesen. Hinweis zur Wartung der Reinigungstore. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wallrider. Schauen Sie im Merkiff Corporation Verwartungsbuch nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Okay, das war jetzt. Oh, erstmal einen Kaffee trinken, ey. Ich weiß, wie lange der hier schon rumsteht. Gucken, ob wir hier noch irgendeine Batterie finden. Jawohl. Alter, eine massive Tür, ey. Gesichert. Ich bin auch total. Achso.
Sehr lang. Alter! Das ist der Fettsack! Der hat ihm einfach den Kopf abgerupft! Ey, wo bin ich denn hier gelandet? Von was geht mit ihm? Macht er hier den Freischwinger? Wo ist denn der? Da, hier! Bims mich! Ich will ein Dachs sein! Ey, das Spiel ist übel krank, ey. Schlüsselkarte für die Duschen aufgenommen. Ey, ich geh doch hier nicht duschen, ey. Hier fällt schon lange keine Seife mehr runter. Ey, das ist so krank gemacht. Ey, ich will nicht wissen, wie krass der zweite Teil wird, ey. Ich hab jetzt bestimmt wieder irgendwas getriggert, ey. Ist immer so in so einem Spiel. Nimmst du das oft, da triggerst du irgendwas. Ich hab das doch schon längst durchschaut. Ist hier lang? Nee. Blutspur sagt doch, ich muss hier lang. Massive Schränke. Komme durch die Duschen. Oh, was geht denn hier, Alter? Es regnet. Du Scheiße! Was ist das für ein langer Gang? Oh ja, ey, ich hab doch wieder. Oh! Da ist jemand! Spurlos, das sind die Typen! Lass dich einfach fallen, bring dich um! Dann hat alles ein Ende. Schnappen wir ihn und schützen ihm den Bauch auf. Warte einen Moment. Oh mein Gott, ey, es kommt wieder die übelste Verfolgungsjagd, oder? Oh, ich will nicht wieder reinklettern. Ganz ehrlich. Oh, ja. Ob ich auch Whistleblower spiele, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht. Oh Gott, komm. Ich nehme einfach mal hier ein bisschen schneller. Speichert, okay, cool. So, jetzt geht's da lang und hier lang. Okay, hier geht nichts. Hi. Okay, da heißt wieder Knopf drücken. Puh, Knopf drücken, okay. Ja, komm, wir drücken einfach mal den Knopf. Doch nicht, der kommt jetzt hier rein. Ich komme nicht mehr raus. Ah! Da steht er vor mir! Nein, 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 umdrehen, umdrehen! Die fette Drecksau! Muss hier raus, oder? Nö! Was ist jetzt? Ein fette Sau, Alter! Oh nö! Wo muss ich denn lang? Oh, los! Hab ich es jetzt schon geschafft? Der kriegt mich nicht, oder? Der ist viel zu fett, um hier hochzukommen. Oh nö! Nicht wieder hier runter!
Wie mache ich die Tür schnell auf? Lauf, 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 lauf! Der ist hinter mir! Was? Feuer? Oh! Ich hasse das, wenn mir einer herrennt. Jetzt bin ich ja mitten in den ganzen Bekloppten, oder? Oh, ist das ekelhaft. Alter, ist das räudig, ey. Boah, ist das eklig, ey. Ey, die Entwickler. Was haben die sich denn dabei gedacht? Jetzt bin ich ja wieder hier, oder? Ne, warte mal. Die Entwickler, die müssen ja übelst truffe sein. Nee, oder? Ey, die Entwickler sind auch so krank drauf, ey. Oh ja, klar. Wo muss ich lang? Ich weiß nicht, wo ich lang muss, ey. Hauptsache hier, alle Aufnahmen sind in HD hier. Links unten steht's HD. High Definition. Okay, ich geh jetzt hier einfach raus. Ich renne jetzt einfach. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Oh, ich hab so ein übelstes... Das ist so eklig, wenn mir einer hinterherrennt die ganze Zeit. Ich hasse das. Kleines Schwein, sagt er. Nein, 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 falscher Weg. Bin ich denn los? Hab ich ihn abgehängt? Oh, ich hab ihn tatsächlich abgehängt. Ja, warte mal, hier bin ich hergekommen. Ne, da will ich ja nicht hin zurück. Oh, das kann ich erstmal verschnaufen, ey. Oh, hier muss ich lang. Oh, meine Fräse, ey. Ah! Alter, halt doch dein Maul, Mann. Oh, wie ein Mädchen, ey. Ich bin wie ein Mädchen, Junge, ey. Das gibt's nicht. Bist du nur behindert, Junge? Du Spaß, Mann! Ey, ist... Oh, jetzt kommt hier schon wieder der Fette, ey. Okay, ich muss mir merken, einmal linke Maustaste drücken ist schnell aufmachen. Ich halte immer die Maustaste fest. Oh, ich hoffe jetzt mal, hier kommt jetzt nicht wieder gleich was, ey. Ja, wärst du jetzt voll im Sprint, dadurch hättest du dich noch mehr weggejagt. Jeden, Alter, ich glaube auch, ey. Oh, ich hoffe, der Dicke lässt mich jetzt hier. Ich hoffe, wir lassen jetzt alle hier erstmal bitte in Ruhe. Ich will dir helfen. Der tötet mich jetzt, oder? Lass mich, ich muss dir ein Geheimnis verraten. Ja, sprich mit mir. Schneller. Bist du mein Freund? Vielleicht. Es juckt mich. Soll ich mal krabbeln? Rücken kraulen oder was? Oder was juckt? Du siehst so seidig aus. Ja, was denn? Sprich dich aus, Mann. Ich warte jetzt, bis der mir was sagt. Es passiert ja was Cooles. Hab keine Angst. Nee. Ist alles cool hier. Es ist wieder Hema. Schön gemütlich. Juckt es dich? Du wirkst, als würde es dich jucken. Passiert jetzt noch was, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich will dir helfen. Ja, was denn nur jetzt, Junge? Ich glaube, der sagt nicht weiter, oder? Ja, du hättest mir schon längst verraten können. Deine Zeit ist abgelaufen. Da rennt mir die... Wow. Alter, wie siehst du denn aus, ey?
Er läuft mir jetzt die ganze Zeit hinterher, oder was? Mein neuer kleiner Freund. Das ist mein neues Pokémon. Hey, sie müssen mich hier raushalten. Die Gitterstäbe werden den Ballrider nicht abhalten. Wir uns alle holen. Zeitig aus. Ey, der Typ, ey. Da läuft mir jetzt echt die ganze Zeit hinterher. So, wir müssen jetzt lang. Ist doch jetzt hier bestimmt irgendwie. Es ist so einfach nur. Ah, hier. Mir inner hingebaut. Schwester, ich brauche Hilfe beim Waschen. Da lacht er. Da lacht er noch. Rotzfrech. Oh Mann, ey. Den süßen Kerl muss ich leider zurücklassen, ey. Alter, hier sitzt doch schon wieder einer. Alter, danke. Ey, danke, Mann. Danke. Alter, der war cool drauf, der hat mir voll geholfen. Ist hier mal eine Batterie? Ach, ich habe eigentlich noch genug, das ist nicht das Problem. Oh, jetzt muss ich hier an dem Typen. Der bringt mich doch jetzt um. Pass auf jetzt, der packt mich. Das Experiment läuft noch immer. Bewege dich vorwärts und drücke Leertaste. Alter. Jetzt hätte mir noch einen Fuß ziehen müssen. Alter, der lebt noch. Witness. Witness! Witness! He did not kill his enemies. Erstmal was lesen hier. Nachruf von Dr. Wernicke. Oder Wernicke. Rudolf G. Wernicke. Hier könnt ihr übrigens einen Link eingeben. Mal sehen, ob er da auf eine Seite kommt. Das wäre echt lustig, ey. Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland, geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen. Durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Sehr schön. Der Doktor hat mir einmal erzählt, dass ein Höhlenmensch unsere Technik für Magie halten würde. Und wenn man einem modernen Menschen Magie zeigt, hätte er es für Technik. Kommt das da gerade? Hält er es für Technik? Okay, hier komme ich nicht raus. Aber da hinten. Ach ne, da bin ich mal reingekommen, oder? Ich glaube. Ja, da bin ich mal reingekommen. Ey, ich schwenke immer die Kamera und auf einmal klotzt mich so ein hässlicher Pisser an, ey. Alter, hier das ganze Bett voll geschissen. Was? Alter, was geht mit dem? Warum schlägt denn der mich? Der hat mich geschlagen. Der hat mir übelst eine reingezimmert. Bist du behindert, Mann? Verpiss dich. Piss dich, Alter, der hat mich geschickt. Nein, 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 nein,
Die armen Kerle, ey. Muss mal Batterie wechseln, ey. Okay, hier geht's schon mal runter. Gucken, ob hier irgendwas zu finden ist. Nicht weiter. Okay. Ach ne, warte mal, wir sind da schon wieder. Ne, genau. Ich krieg schon, hab schon Halluzinationen. Ja. Oh. Gibt's leider nicht. So, warte mal, die Blutspur zeigt da lang, also gehe ich erstmal da lang. Gucke, was hier so ist. Ob hier überhaupt irgendwas ist. Ne, hier kann ich mich aber schon wieder verstecken, ey. Das ist doch schon wieder, hier kommt gleich irgendjemand, ey. Ich glaube, es rastet aus, ey. Es steht da Wall Rider. Alter, was zur Hölle geht denn hier? Ey, manchmal dachte ich ja, hier in dem Spiel habe ich jetzt schon genug Blut gesehen, aber das sieht ja mal übel krank einfach nur aus, ey. Ey, die Entwickler, die sind doch nicht mehr ganz rene im Schädel, ey. Okay, hier sind auf jeden Fall die Duschen. Es kommt schon wieder komische Musik. Ich will mir halt doch eigentlich alles angucken, ne? Deswegen stiefel ich immer so schön langsam rum. Ich finde das nämlich äußerst interessant, so neben diesem ganzen Horrorszenario finde ich das echt interessant, was hier abgeht. Alter, das ist schon für Horrorspiel das perfekte Setting, ey. Einfach nur perfekt, so eine Anstalt mit geisteskranken Leuten. Oh, wo, jetzt gehe ich echt durch... Alten, ey. Jetzt gehe ich ja echt wieder durch so einen behinderten... Alter, wo geht das denn jetzt hier runter? Kommt ihr da Atombunker oder was? Ey, da würde doch kein Mensch freiwillig runter wollen. Oh, was geht denn jetzt? So. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder ein Level geteilt wird oder nicht. Okay, liebe Freunde. Liebes YouTube. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cut. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, einen Daumen oder so. Ne? Und wenn nicht, dann auch nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge zu Outlast. Haut rein. Ciao.